diesem Unboxing-Video möchte ich nun den Quickstore Portable Pro vorstellen. Das ist für Festplatten, damit man das an den PC anschließen kann. Und ja, das funktioniert ganz einfach. Da hat man hier die Treiber und verschiedene Tools und eine Anleitung auf einer kleinen Disk. Dann eine Kurzanleitung in verschiedenen Sprachen, darunter auch Deutsch. So, und das ist das Teil. Geliefert wird diese Dockstation und ein USB-3-Kabel. Und es ist passend für 2,5 Zoll SATA-Festplatten und SSDs mit 9,5 mm und 12,5 mm Bauhöhe. Kompaktes Gehäuse im Taschenformat, werkzeuglose Montage. Man muss es nur einfach hier öffnen, aufschieben und dann die Festplatte einsetzen. Ja, es gibt ein One-Click-Backup für Windows, dann Backup-Software auf der kleinen Disk enthalten, dann unterstützte Betriebssysteme sind Windows XP, Vista 7 und 8 im 32-Bit- und 64-Bit-Format. Externe Schnittstelle ist USB 3.0, ist aber auch kompatibel zu USB 2 und USB 1. Interne Schnittstelle ist SATA Version 1 und 2. Datentransferrate sind maximal 5 Gigabits pro Sekunde. Also in der Verpackung ist die Quickstore Portable Pro, das ist diese Dockstation, dann ein USB 3.0 Kabel, Tool-CD mit Backup-Software und ausführliche Anleitungen im PDF-Format und eine Kurzanleitung, die ich ja schon bereits gezeigt habe. Ich habe mir das Teil gekauft, da mein Laptop den Geist aufgegeben hat, aber die Festplatte war noch in Ordnung und ich wollte einfach die Daten weiterhin nutzen. Und so habe ich jetzt eine externe Festplatte zusätzlich zu meinem neuen Laptop. So, das Ganze funktioniert so, aufschieben, da habe ich die alte Festplatte vom Laptop und das schiebt man einfach hier rein, so, schauen, dass es hier eingerastet ist und dann das Ganze wieder draufschieben und dann hier auf Close. So, und damit ist das Ganze nun einsatzbereit. Also man braucht einfach nur diesen Anschluss hier anstecken und dann den USB 3 Anschluss an PC oder Laptop und schon kann man eine ältere Festplatte nutzen oder als zusätzliche Festplatte verwenden. Auf jeden Fall gehen damit die Daten nicht verloren und ja, man hat eine zusätzliche Festplatte, kann Backups drauf spielen. Ja, sehr, sehr nützliche Angelegenheit.